Kai Marquardt von der Seebrücke Böblingen. Wir setzen uns für sichere Häfen im Kreis Böblingen ein. Wir haben eine Petition gestartet, die geht an den Kreistag und an die Gemeinderäte der Kommunen hier vor Ort. Und darin fordern wir die Gemeinden und den Kreis dazu auf, sich selbst zum sicheren Hafen zu erklären. Allein im Jahr 2018 sind über 2000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Das sind mehr als 6 Menschen am Tag. Und die staatlichen Rettungsmissionen sind leider quasi nicht mehr vorhanden, praktisch nicht mehr existent. Und die zivilen Seenotretter werden in ihrer Arbeit behindert, gerade in Italien zum Beispiel, werden sie kriminalisiert. Sie dürfen nicht mehr in die Häfen wie Malta, wie Lampedusa einlaufen. Und sichere Häfen sind solche Städte, die sich dann dazu bereit erklären, solche Flüchtlinge aufzunehmen, um den Druck von diesen Ländern im Süden Europas wegzunehmen, die zu entlasten und ihnen auch, den Rechtspopulisten, auch die Argumentation wegzunehmen, dass diese sich dahinstellen und sagen, wir werden mit den Problemen alleine gelassen. Bei der Online-Petition kann man jederzeit abstimmen. Bei openpetition.org kann man unsere Petition suchen. Unter sichere Häfen Böblingen findet man die Petition. Europa ist so ein reicher Kontinent. Wir gehören zu den reichsten Menschen auf der Welt und uns geht es wirklich gut. Im Mittelmeer sterben jeden Tag Menschen und wir gucken dabei zu. Wir haben uns Menschenrechte auf die Fahne geschrieben, aber die Leute sterben vor unserer Haustüre, wir können nicht länger weggucken. Und das ist auch kein Problem der großen Politik, jeder kann was machen. Bitte unterstützt uns, bitte unterschreibt unsere Petition, bitte wendet euch an eure Gemeinderäte, an eure Landräte, an die Abgeordneten und bitte diese darum, ihre Gemeinde, die Kommune, den Kreis zum sicheren Hafen zu erklären.